Well, to win the German Literature Prize is such an honor, and I'm astonished and I'm overwhelmed and I'm truly happy for this prize. It means a lot for me as a writer. Es ist eine immense Ehre, unglaublich. Der Preis ist ein absoluter Traum. Wenn man Kinder- und Jugendliteratur übersetzt, dann ist es das Allergrößte, was man überhaupt bekommen kann. Das freut mich sehr, das freut mich ganz besonders, dass Sydney Smith den Jugendliteraturpreis für dieses Buch bekommen hat, wo er nicht nur Illustrator, sondern das erste Mal auch Autor ist. Ja, also für Christoph und mich ist das eine riesige Ehre, weil wir ganz neu im Kinderbuchmarkt sind. Aber damit haben wir natürlich gar nicht gerechnet, dass genau das erste Buch jetzt ein Riesenerfolg wird. Das ist total toll. Ja, ich habe viele Bücher geschrieben für Erwachsene, auch über ein bisschen schwierigere Themen. Also bin als Sachbuchautor schon das gewöhnt. Aber das war jetzt schon was ganz Besonderes, weil es auch jetzt zum ersten Mal so ein Preis ist. Und weil es eben eine ganz andere Art zu schreiben ist für so eine kleine Zielgruppe oder junge Zielgruppe. Aber es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich unglaublich, heute den Serafina Nachwuchspreis erhalten zu haben. Ich bin aus der Schweiz angereist und es freut mich riesig, diese Auszeichnung in Händen halten zu dürfen. Menschen sind schon seltsame Wesen, zumindest wenn man es sich mal ganz genau überlegt. Lachen, obwohl sie weinen wollen, schweigen, obwohl sie reden wollen, reden, obwohl sie schweigen wollen. Ich habe mich gefreut, dich heute im Training zu sehen, sagst du und bleibst zu nah neben mir stehen. Gestern habe ich beschlossen, auszusortieren und jetzt liegen drei riesige schwarze Müllsäcke in der Mitte meines Zimmers. Hier, in diesem Zimmer, abgeschottet vom Rest der Welt, stehe ich, schaue dich an mit Fragen. Wieso, weshalb, warum? Wir müssen auf unsere Worte Acht geben, denn Sprache heißt Macht erleben. Sprache heißt, die Machtstrukturen dieser Welt weiterhin zu pflegen.